Hallo Leute, ich habe heute wieder mal ein neues Experiment für euch. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, wie viel Essen hier in Deutschland eigentlich weggeschmissen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte davon irgendwie keine so richtige Vorstellung. Und deswegen bin ich auch ganz schön erschrocken, als ich in der Studie von der Universität Stuttgart gelesen habe, dass das tatsächlich 13 Millionen Tonnen pro Jahr sind. Das ist jetzt natürlich eine Zahl, die so riesig ist, dass man sich darunter überhaupt nichts vorstellen kann. Aber es gab in dieser Studie noch eine zweite Zahl, bei der das so ein bisschen besser funktioniert. Und zwar sind das 85,2 Kilogramm und das ist die Menge an Lebensmitteln, die pro Jahr durchschnittlich in Deutschland in Privathaushalten weggeschmissen wird. Und das macht tatsächlich auch den Großteil von diesen 13 Millionen Tonnen aus. Der Rest, der kommt dann noch von so Seiten wie beispielsweise der Lebensmittelverarbeitung, dem Handel oder der Gastronomie. Und gerade weil mich diese Zahlen eben so erschreckt haben, dachte ich mir, okay, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, mal dazu ein Experiment zu machen und 24 Stunden lang nur Sachen aus dem Müll zu essen. Bevor ich mit diesem Experiment anfange, muss ich aber natürlich erstmal schauen, wie ich denn überhaupt an mein Essen komme und wie ich das organisiere. Ich habe früher schon immer mal wieder Sachen aus dem Müll gegessen. Wow, das klingt, als wäre ich die Tochter von Oskar aus der Sesamstraße. Ich mag Müll. Nein, also das erste Mal, dass ich was aus dem Müll gegessen habe, das war in meinem ersten Semester an der Uni. Das ist jetzt inzwischen 6 Jahre her. Und damals kam eines Tages ein guter Freund von mir in den Vorlesungssaal rein und hatte eben so einen ganzen Stapel an Mozartkugeln mit dabei. Also wirklich mehrere Packungen und hat die unter uns verteilt und hat uns dann eben erzählt, dass er die aus dem Müll gefischt hat. Er war damals nämlich regelmäßig Containern. Das bedeutet, er ist nachts losgezogen und hat die Mülltonnen von Supermärkten durchwühlt und eben geguckt, was da so drin ist an Lebensmittelabfällen oder einfach, ja, an Lebensmitteln, die man halt noch gut gebrauchen kann. Und da kam echt eine ganz schöne Menge Zeug zusammen, also sowohl abgepackte Sachen wie die Mozartkugeln, Nudeln, Reis und so weiter, als auch frische Sachen, Obst, Gemüse, Brote. Und bei den Sachen, die er rausgesucht hat, war es eben so, dass zum Beispiel die Bananen einfach so ein paar braune Flecken mehr hatten, aber trotzdem noch gut waren. Die sahen einfach nicht mehr so schön aus. Oder zum Beispiel, es war auch Joghurt dabei, der entweder sogar noch haltbar war, ganz knapp, oder halt so ein paar Tage über dem Mindesthaltbarkeitsdatum drüber war. An der Stelle Achtung, ganz häufiges Missverständnis. Das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, dieses Produkt ist sicher tödlich nach diesem Tag, der hier drauf gedruckt ist. Also es sagt nicht unbedingt aus, dass ihr die Sachen nach diesem Tag nicht mehr essen könnt. Deswegen, bevor ihr irgendwas wegschmeißt, guckt euch die Sachen erstmal ganz genau an, riecht da dran, probiert vielleicht ein bisschen was davon, guckt, ist da Schimmel dran? Okay, das ist dann ein Zeichen, wo man das wegschmeißen kann. Aber ganz häufig ist es eben so, dass die Sachen doch noch länger halten. Bei mir beispielsweise momentan liegt im Kühlschrank so eine Packung Margarine und die ist halt schon mindestens 3 Monate über dem Datum drüber, aber die riecht noch gut, die schmeckt noch gut, da ist kein Schimmel drauf, die hat keine komische Farbe angenommen und deswegen werde ich die auch weiterhin essen. Zurück zum Thema Containern. Das Problem damit ist einfach, dass das in Deutschland leider strafbar ist. Also je nach Fall entweder wegen Hausfriedensbruch oder wegen Diebstahl und ja, deswegen werde ich das jetzt natürlich für das Video hier nicht machen. Das Gute ist inzwischen, dass es auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, an solches Essen ranzukommen, das eben eigentlich in der Mülltonne landen würde. Und ein Beispiel dafür, das bestimmt auch einige von euch schon kennen, das ist die App Too Good To Go. Das Video hier ist jetzt keine Kooperation mit denen, ich finde einfach nur, dass sie eben einen guten Job machen. Und die App funktioniert folgendermaßen, dass ihr da euren Standort angeben könnt und dann werden euch in eurem Umkreis Restaurants angezeigt, Cafés, Supermärkte und so weiter, bei denen eben Lebensmittel oder teilweise auch ganze Gerichte übergeblieben sind. Die Sachen gibt es dort dann reduziert zu kaufen und heute ist es zum Beispiel in Berlin-Mitte so, dass es ganz klischeehaft Bowls reduziert gibt von 13,50 Euro auf 4,50 Euro oder auch hier Alnatura zum Beispiel, die bieten so Überraschungstüten an, wo dann eben Obst und Gemüse und solche Sachen drin sind. Und da ist es dann halt neben dem Punkt, dass man sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, halt auch eine ganz praktische Sache, dass man einfach Geld sparen kann. Es gibt jetzt natürlich nicht nur Too Good To Go, sondern zum Beispiel auch so Angebote wie Foodsharing. Falls ihr da mehr drüber wissen wollt, dann schaut einfach mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch so ein paar Links dazu zusammengestellt. Um jetzt an mein Essen für morgen zu kommen, habe ich mich nochmal für eine andere Variante entschieden. Und zwar werde ich gleich zu Surplus fahren. Die haben hier in Berlin 3 Märkte und in denen verkaufen sie Lebensmittel, die sie gerettet haben. So ähnliche Konzepte gibt es auch in anderen Städten, zum Beispiel The Good Food in Köln oder Fairtyber in Münster. Oder auch für den Fall, dass ihr jetzt nicht in einer Stadt lebt, die so ein Angebot hat, dann könnt ihr die Sachen auch online bestellen, also als so eine Retterbox. Die gibt es von Surplus.
Glas, aber zum Beispiel auch von Etepetete. Das ist dann so eine Gemüsekiste, wo eben Obst und Gemüse drin ist, das ja nicht schön genug ist für den normalen Handel. Und auch zu den Sachen habe ich euch Infos in die Videobeschreibung gestellt. Guten Morgen aus meiner Küche. Es ist an der Zeit für die erste Mahlzeit des Tages und ich habe mir fürs Frühstück diese Dinger hier geholt bei Surplus. Das sind Gersten, das ist ein Gerstenfrüchtemüsli, so rum. Und das ist ein halbes Kilo. Das ist jetzt ungefähr seit einer Woche abgelaufen. Und dazu gab es Reismilch, beziehungsweise so ein bisschen eine fancy Variante davon. Es ist nämlich mit schwarzem Reis. Die ist tatsächlich noch haltbar bis zum 11.05.2020. Deswegen kann die Haltbarkeit jetzt nicht der Grund gewesen sein, warum die dort gelandet ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass die aus dem Sortiment genommen wurde, weil schwarzer Reis irgendwie so ein bisschen zu weird für viele Leute ist und die dann halt nicht dazu greifen deswegen. Ja, sieht eigentlich nur aus, als hätte ich mein Müsli mit Schokomilch gemacht und es schmeckt, ja, ist gut. Hier seht ihr jetzt die Zutaten für mein Mittagessen. Da oben, das sind so grüne Sojabandnudeln. Die sind abgelaufen seit Juli und dazu gibt es eine fertige Tomatensauce. Im Normalfall mache ich die gerne selber, aber sie hatten keine Tomaten dort. Und die ist jetzt tatsächlich noch ein paar Tage haltbar. Und als frisches Gemüse kommen dann hier noch Paprika mit rein. Also bei den roten ist es wirklich nur so, dass die halt ein bisschen kleiner sind und man die deswegen wahrscheinlich im normalen Handel nicht verkauft. Und die gelbe hat hier so ein bisschen Stellen, die so leicht bräunlich sind und ein bisschen weich, aber ja, lässt sich auf jeden Fall alles noch gut verarbeiten. Sie hätten übrigens auch noch eine Zucchini da gehabt und im Normalfall hätte ich die wahrscheinlich mitgenommen und auch irgendwie hier noch mit rein verarbeitet, dass es halt nicht nur Paprika ist, sondern so ein bisschen mehr. Aber das Problem ist, diese Zucchini hatte einfach so die Größe von einem 5 Monate alten Baby und dann dachte ich mir, okay, für eine Person ist vielleicht dann doch ein bisschen viel. Sojanudeln habe ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gegessen und wahrscheinlich hätte ich die im normalen Supermarkt auch nicht mitgenommen. Aber weil sie jetzt halt da waren, dachte ich mir, ja, probiere ich mal. Ja, auch das schmeckt gut. Ich saß jetzt ein paar Stunden lang am Schreibtisch und habe Steuersachen gemacht. Deswegen finde ich, dass ich mir einen Nachmittagssnack verdient habe. Und zwar das hier. Das ist veganer Schokopudding, den ich mitgenommen habe dort. Das sind 4 so kleine Becherchen. Und das ist echt so ein Produkt, bei dem ich überhaupt nicht verstehe, warum das in dem Laden war. Weil ich habe mal drauf geguckt hier. Das ist noch bis Februar haltbar. Und ja, ich sehe das halt so 1:1 ständig in irgendwelchen Bioläden stehen. Da ist, soweit ich das sehe, nichts an der Verpackung. Also es sieht einfach genauso aus wie sonst im Laden, aber trotzdem, ja, es ist dort gelandet. Für den Fall, dass ihr von dem Thema mehr Ahnung habt als ich oder vielleicht sogar irgendwo in dem Bereich arbeitet, dann erzählt mir doch gerne mal, wie das passieren kann, dass solche Produkte eben eigentlich weggeschmissen werden, obwohl die noch gut sind und man da nichts dran sieht und die noch ewig haltbar sind. Es ist jetzt Zeit fürs Abendessen und theoretisch wäre noch eine zweite Portion von den Nudeln da. Aber ihr seht schon, ich habe einen Schal an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde. Also ich habe den ganzen Nachmittag jetzt schon so ein bisschen rumgetan mit Halsschmerzen und deswegen dachte ich mir, ich esse eine Suppe und es trifft sich ganz gut, als hätte ich das vorher geahnt. Ich habe nämlich eine mitgenommen bei Surplus. Es ist eine rote Linsensuppe und wenn ich die hier mal rüberdrehe, dann seht ihr da das Ablaufdatum. Der 9.04.2019, das heißt, das hier ist die Sache, die am längsten abgelaufen ist. Guten Appetit! Für den Einkauf habe ich jetzt so ungefähr 12 Euro bezahlt, was natürlich nicht ganz günstig ist, aber einige der Sachen waren eben Bio und es ist ja auch so, dass ich nicht alles aufgegessen habe, sondern heute Morgen zum Beispiel habe ich jetzt noch eine zweite Portion von dem Müsli gegessen und das reicht auch noch ein paar Tage. Heute Mittag gibt es dann die zweite Portion von den Nudeln. Ich habe noch 3-mal Pudding über. Alle Sachen waren auf jeden Fall günstiger, als wenn ich die jetzt regulär im Supermarkt oder im Biomarkt gekauft hätte. Es stand auch immer dran, um wie viel Prozent die eben reduziert waren und ich hatte jetzt bei keiner Sache, die ich gegessen hatte, das Gefühl, dass ich daran sterben werde. Aber für den Fall, dass das doch passiert, dann merkt ihr das nächsten Montag, wenn hier kein neues Video kommt. Bei mir ist es jetzt aktuell so, dass ich alleine lebe und weil ich ziemlich genau weiß, wie viel ich verbrauche, ist es halt auch so, dass fast kein Lebensmittelabfall entsteht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das nochmal eine größere Herausforderung ist, wenn man mit jemand anderem zusammen wohnt oder vielleicht sogar eine Großfamilie hat. So oder so hilft es aber auf jeden Fall, wenn man eben diese Lebensmittelverschwendung reduzieren möchte. Wenn man mal für eine Weile lang beobachtet, okay, wie viel kaufe ich eigentlich ein und wie viel esse ich wirklich? Also dafür einfach so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen und dann eventuell das Einkaufsverhalten anzupassen und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade hier mit Hunger unterwegs bin, was ja auch so das typische Problem ist und deswegen mehr einkaufe, in Wahrheit brauche ich nur so oder so viel und das steht auch so auf meiner Einkaufsliste und da halte ich mich dran. Damit so Sachen wie Obst, Gemüse oder Brot möglichst lange halten, ist es natürlich auch wichtig, dass man die richtig lagert. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist so eine Sache, bei der ich auch noch mehr lernen kann, bei der ich das momentan auch viel halt noch nach Gefühl mache. Und was dann noch gut ist für den Fall, dass ihr, so wie
wie ich alleine lebt, ist mal zu gucken, was man denn eigentlich alles einfrieren kann. Brot ist da zum Beispiel so eine Sache. Wenn man sich jetzt so ein ganzes Brot kauft, das schafft man wahrscheinlich nicht als Einzelperson, bevor das schlecht wird. Deswegen, ja, könnt ihr das zum Beispiel einfach halbieren und dann das, was ihr einfriert, so in einzelne Scheiben schneiden und die dann einzeln wieder auftauen. Und dann, ja, hat man das Problem eben auch umgangen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr noch mehr Tipps habt. Und was mich auch interessieren würde, ist, ob ihr denn ein Gefühl dafür habt, wie viele Lebensmittel ihr eigentlich wegschmeißt. Ja, und falls ihr jetzt noch Bock habt auf mehr Selbstexperimente, dann klickt einfach mal hier drüben. Da kommt ihr nämlich zu dem Experiment, in dem ich mich 24 Stunden lang wie eine super healthy Fitnessbloggerin ernährt habe. Falls ihr mich so ein bisschen leiden sehen wollt, dann ist das euer Video. Hier drunter ist die Playlist mit allen bisherigen Selbstexperimenten. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert mich sehr gerne und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich künftig benachrichtigt, immer wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.